Dann mal herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Mit Facecam hoffentlich. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist mein Sound nämlich auch gleich wieder weg. Und diesmal habe ich keinen, der mir die Soundspur stellt. Die erste Testaufnahme ist geglückt, also hoffe ich jetzt mal, dass diese auch abgeschlossen wird. Und ich weiß ganz genau, warum ich hier stehe. Ich hoffe nur, dass der Hai nicht mehr da ist. Ich weiß es nämlich echt nicht. Ist egal. Ich habe gesagt, ich mach's. Also mache ich's. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Wartet mal, es bringt ja gar nichts. Meine Taschen sind voll. Erstmal die Taschen leer machen. So, was brauchen wir denn? Kova werfen, ne? Brauchen wir auch nicht. Kann ein kurzes Spiel werden, kann ich euch gleich sagen, ne? Und das Ding soll unnütz sein, wurde mir gesagt. Wenn wir noch rausfinden müssen. Feuerzeug brauche ich und da war es auch nicht. Oh, jetzt versagt meine Stimme. Die Kameraaufnahme läuft. Das war gerade ein Testblick. Also, ich drücke mir die Daumen. Also, wenn die Datei nicht abgeschlossen wird. Oh, meine Axt ist fast kaputt. Wartet mal. Ich glaube, da baue ich mir, bevor ich losmarschiere, noch einen neuen. Okay. Wie viel? What? Haben die sich jetzt vermehrt? Oder habe ich generell schon eine? Wahrscheinlich beim letzten Mal schon. Ah, der Gesell ist ja doch da. Ich habe ihn gerade gesehen. Wisst ihr, was das Ironische ist? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mir nochmal durchlese, was in den Kommentaren stand, wie viele Schläge ich mit diesem scheiß Crew-Ding brauche. Oh, warte mal, wo ist denn eigentlich mein Paddel? Ohne Paddel komme ich ja... Ach so, okay, hat sich gerade erledigt. Das kommt schon. Gib Gas! Hopp! Ja gut, versucht ihr das mal. Wo ist es da? Pass mal auf, und dann ist die Stelle nicht tief genug, dass ich nicht mal lehnt unten ankomme. Was ist das? Gerade so ein paar Grafikbugs hier? Ach komm, Augen zu und durch. Nee, das ist doch Tiefsee, oder? Komme ich da überhaupt runter? Doch, da ist ein Schiff. Geronimo! Alter. Hier gibt's nichts zum Aufmachen? What? Really? Wie war das mit dem Auftauchen? Oh Gott. Moment, mal kurz hoch. Mach mal runter, hier muss doch irgendwas sein. Geht auch nicht auf? Okay. Trick 17 oder was? Oh, Alter. Dieses Spiel treibt mich, ne? In den Wahnsinn, habe ich das schon mal erwähnt. Das Ding hat keinen Eingang, Leute. Wenn ich das hier gerade richtig deute, doch, da unten, aber da kommen wir nicht rein. Ja, schöne Scheiße. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich tauche auf. Ja, das war ja mein Satz mit X. Hi. Nicht anknabbern. Nicht anknabbern. Geh weg. Oh, Scheiße. Wo ist er? Ich möchte mal was versuchen. Lass mich in Ruhe.
Ich weiß nur nicht, Leute, können die Haie jetzt... Oh, Alter, ich tue gerade nur obercool, Leute. Weil ich weiß, dass die Kamera läuft. Hier geht gerade nur um die Pumpe. Uff. Sagt mal, können die Haie das Ding jetzt eigentlich kaputt beißen? Jetzt mal ernsthaft. Kann Hai das Ding hier... Ich hoffe nicht, dass das implementiert wurde, denn... Oh, ich bin stolz auf mich. Carlos, ich glaube, du hast recht. Obwohl, kann man das auf dem Computerspiel? Ich weiß nicht. Ja, wie sieht eigentlich der nächste Plan aus? Die Insel ist soweit... Die Insel ist soweit hier abgeerntet. Ich müsste rein theoretisch was Neues suchen und das mitnehmen, ne? Wie sieht der Plan aus? Normalerweise müsste ich die nächstdichteste nehmen. Ich hatte echt gehofft, ich finde da eine Axt oder so, ne? Das wäre jetzt so mein Highlight. Gebratenen Haifisch mal testen. Sagt mal, habe ich mir... Von wo kommt... Ach nee, Quatsch, ich bin ja abgestürzt. Ich habe noch gar keine Insel. Das ist ja meine erste. Mit anderen Worten... Freie Wahl. Sonnenuntergang oder Aufgang? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Kein Plan, wie man so schön sagt. Das Schlimme ist, ich habe mir jetzt nicht mal einen Timer gestellt. Ich muss auf jeden Fall die Folgen cutten, so wie sie abgegeben werden. Weil sonst wird das eine ganz schöne Schnibbelei, ganz zu schweigen, dass die Dateien ein Ausmaß annehmen an Größe. Plan ist es tatsächlich, 2-3 Folgen im Voraus aufzunehmen, natürlich. Ups. Jetzt wollte ich mal ganz schnell aufs Handy ganz professionell gucken. Geht gar nicht. Fällt auf. Fällt auf, wegen ist nicht. Oder müssen, lass mal bleiben. Ja, was mache ich jetzt? Auf der Seite ist ein Hai. Vom Logischen her würde ich jetzt sagen, dass es das da oder da hinten die dichteste Insel ist. Und, ja, keine Ahnung. Wo ist sie überhaupt? Die ist weg. Ach, da war die. Okay. Also ich würde sagen, sobald die Sonne wieder aufgegangen ist, gehe ich zu der Insel. Wie sieht's eigentlich... Warte mal, wie war denn das mit dem... Mit der Uhr? Jedes Mal? V? Nee, auch nicht. F? F. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Und was ich auch nicht gemacht habe, also ich mache jetzt mal Folgendes. Ich wollte mir eigentlich die wichtigsten Rezepte aufschreiben, die ich im ersten LP schon hatte. Das ist sowas wie Bett bauen, Feuerstelle bauen, Foundation bauen und so weiter. Funktioniert? Campfire? Nein. Da geht es nämlich schon los, weil ich würde mir jetzt kein Bett stellen, damit es eigentlich schnell Tag wird. Aber gut, jetzt müsst ihr halt die Nacht mit mir überstehen. Ich mache es nachher via Premiere Pro ein bisschen heller, dass ihr auch was seht. Kommt schon. Ah. Drinkable, okay. Wartet mal, hier liegen ja noch Kartoffeln. Dann nehmen wir doch erstmal die Tüften hier, Mensch. Was ist das hier auch? Drinkable? Nee, die ist nicht Drinkable. Nee. Okay. Wie mein Telefon jetzt hier gerade bimmelt und ich nicht drauf gucken kann. Tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht drauf reagieren. Ich bin in der Aufnahme. Du weißt schon, wer gemeint ist. Ich weiß, dass du guckst. Immer noch nicht.
Wie bin ich denn da hingekommen? Ach so. Ich sehe aufgrund der Kamera und das Rode sehe ich meine Tastatur nicht. Und ich bin nicht sonderlich gut im Blindtreffen der Tastatur. Vor allem, wenn ich das Spiel gerade gestartet habe. Was will mir nicht einleuchten, dass da hinten in dem Boot kein Reinkommen ist? Ich meine, die Luke war ja zugeschüttet. Da kann ich, glaube ich, da nicht viel machen. Ich glaube, das ist einfach nur ungünstig positioniert, dass das auf einem Riff gelandet ist. Und insofern... Ja, was mache ich jetzt? Foundations und so weiter kann ich nicht mitnehmen. Viele Floße aneinander bauen. Wäre natürlich ein Highlight. Ich glaube, ich mache mich abreisebereit nach da hinten. Wartet mal. Leg mir jetzt erstmal einen Pfeil dahin. War die das? Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ihr werdet es wahrscheinlich an der Kamera sehen. Da habe ich, also da habe ich Sonne. Und das ist sehr förderlich bei Nacht. Hier ist kein Wasser, ne? Das ist... Ja, okay. Nee, das war eigentlich so nicht geplant. Wie war denn das? Ach, rechte Maustaste. Komm. Oh, das ist aber ein schwerer Stock. Okay, so war das auch nicht geplant. Ah, die Physik ist ja schon Bombe, ne? Na komm schon. Ach, das wird schon so gehen, ne? Oh, und dann ist er auch noch falsch. Wie ich die Insel nicht sehen kann da hinten. Alter. Ich glaube da... Kann man ein Stück rum mit dem Hintern? Könnte hinkommen. Oh, scheiße. Irgendjemand hatte geschrieben, die Insel ist doch toll, viel Bauplatz. Nö. Also wenn das wirklich ein Endlos-Game ist und ich das endlos spielen will, dann will ich mir auch ein schönes Domizil aufbauen. Und dafür reicht mir die Insel definitiv nicht. Da bin ich ein bisschen abgehoben. Ach, ich muss ja eigentlich rein theoretisch sogar noch die Bäume zerlegen, oder lasse ich die einfach liegen? Ich meine, bringt tut's ja jetzt eh nichts. Dann fahre ich lieber mit einmal komplett Stuff darüber. Ich glaube, da habe ich da mehr von. Die Äxte kann ich hier lassen, bis auf eine. Im Prinzip müsste ich nur Steine und Sticks mit drüber nehmen. Alles andere, denke ich mal, wird es auf jeder Insel geben. Eventuell Lashing. Ich weiß nicht, Kokosnüsse. Ich hoffe mal, dass da hinten Nahrung ist. Und wenn ich dann erstmal eine Insel habe, das erste, was ich machen werde, ist definitiv ein großes Feuer bauen. Mein Rechner rudert ganz schön. Ich hoffe, das ist nachher nicht zu hören. Ich muss leider immer viel nachjustieren jetzt im Sommer. Also der kämpft mit allen Mitteln gegen die Temperaturen hier. Wobei es heute angenehm ist. Hat fast die ganze Nacht geregnet. Ich habe jetzt sage und schreibe nur noch in Anführungsstrichen 25 Grad. Gestern bin ich hier fast kaputt gegangen mit 28. Stillstand. Wartet mal, ich nehme mal nachwachsende... Ach nee, wartet mal, Soth hat auch geschrieben, die Rohstoffe wachsen nicht nach, wenn ich nicht auf der Insel bin. Ne? Das ist ein Wachstumsprozess, der nur dann beginnt, wenn ich mich in dem jeweiligen Radius befinde. Nö, nö. Wartet mal, hatte ich hier... Campfire könnte ich bauen. Da! Ich kann ein Bett bauen. Dann machen wir das. Ist egal. Komm her.
Auf jeder Insel ein kleines Lager, glaube ich, ist insofern hilfreich, wenn wirklich mal irgendwas passiert und die Sticks verschoben sind.